Und damit herzlich willkommen zu dummen Challenges. Dinge, die ich normalerweise nicht tue. Ich finde den Geist nur vom Van aus. Regeln dafür stehen eigentlich fest. Ich darf in das Haus gehen, ich darf den Knochen suchen, das Ouija-Board suchen, den Geisterraum suchen. Sobald ich den Geisterraum habe, schmeiße ich alles in den Raum und versuche nur über die Videokameras, die ich aufstelle, den Geist vom Van zu finden. Wird es klappen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich versuch's trotzdem, einfach weil ich's kann. Helen Miller hat uns leider keine Berichte von Gewalt oder Sichtungen hinterlassen. Geist Mahu, Salz und EMF. Wir haben kein Ouija-Board. Dann brauche ich jetzt den Geisterraum von Helen. Helen Miller, gib mir ein Zeichen. Nursery? Es ist definitiv der Flur. Das heißt, wir stellen da unser Thermometer hin. Okay. Dann beginnen wir jetzt damit, den Raum auszustatten. Nummer 1. So, und du? Ist es für dich in irgendeiner Art und Weise möglich, dass du das Thermometer siehst und dass ich erkenne, was auf dem Thermometer steht? Ist das möglich? Schauen wir mal. Vielleicht eher so? Oh, besser. Besser, viel besser. Dann will ich natürlich nicht wissen, ob wir schon Fingis haben oder nicht. Okay. Müsste ich eigentlich sehen. Genau, das Buch. Das EMF kann ich auch noch reinlegen. Gut. Dann müssen wir jetzt gucken. Dann lasst uns mal schauen. Wir haben auf jeden Fall schon mal Orbs. Das ist doch schon mal was Gutes. Ich sehe keine Fingis. Also es ist definitiv kein Gefrier, das kann ich sagen. Oh, da kam gerade ein Omidot. Banshee, Yurei oder Yokai? Ja, Yurei kann weg, weil wir haben immer noch kein Gefrier. Okay, was bräuchten wir denn jetzt noch? Yokai wäre die Box. Die Box können wir nicht rauskriegen. Das heißt, wir bräuchten halt Fingis für die Banshee. Ich müsste halt wirklich... Wir haben keine Fingis. Da sind keine Fingis. Ihr habt's gesehen. Die Tür ist gerade aufgegangen. Wir haben keine Fingis. Da sind keine Fingis an der Tür. Also haben wir einen Yokai. Ich gehe auf Yokai. Das heißt, ich mache jetzt Salz und Kerze. War eine schnelle erste Runde. Und wenn es jetzt auch noch stimmt, huiuiui. Muss ich nur noch warten, bis die Aufgaben erledigt sind. Helen, poste die Kerze. Puste meine Kerze aus, Helen. Immer wieder schön. Jetzt hatte ich so eine gute erste Runde und meine Aufnahme ist einfach im Arsch. Toll. Super. Oh, wie ich das hasse. Donald Martinez hat uns leider keine Berichte hinterlassen. Während einer Jagd entkommen und beide Räucherstäbchen aufgaben. Damit ich keine Sanity verliere, nehme eine Kerze mit, nehme den Fotoapparat mit, wir suchen den Knochen, wir suchen das Ouija-Board, wir suchen den Geisterraum, bauen wieder alles auf und dann schauen wir einfach mal, ob wir den Geist nochmal vom Van aus identifizieren können. Okay. Geisti-Schmeisti scheint in der Küche zu sein. Es sieht zumindest so aus. Oder es hört sich zumindest so an. Schmeisti ist safe hier. Also. Ja, ich weiß, du fest. Ist okay. Ist ein bisschen Ruhe, Geist. Okay, jetzt bauen wir aber alles auf. Gut, dann geht's jetzt wieder los. Wir haben schon wieder Orbs. Wir haben wieder Orbs. Orbs. Halt, ich habe Dot gesehen.
Wir haben den süßen Axtiboy, ne? Wir brauchen schon wieder genau das Gleiche. Sieht nicht nach Gefrier aus, ne? 5, 8, 6, 3 oder 4 oder so? Oh, war das gerade eine Minus? Aber du kannst mir nicht sagen, dass ich schon wieder ein Yokai habe. Also Gefrier haben wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich sehe da keine Gefriertemperaturen. EMF kann es nicht sein und das Buch kann es wieder nicht sein. Wir brauchen wieder Fingerabdrücke oder die Box. Jetzt ist natürlich das Problem, könnte da gucken, aber ich sehe da innen keine Fingies. Das heißt doch eigentlich, da sehe ich halt auch keine Fingies. Haben wir schon wieder ein Yokai? Geh wieder auf Yokai, ne? Wir scheinen ja keine Fingies zu haben. Aus keiner... Ja gut, hier kann ich es nicht sehen. Dafür... Aber hier. Da sind keine Fingies. Ich gehe wieder auf Geisterbox mit Yokai. Ich werde es nicht überprüfen. War schon wieder ein Yokai. Wir hatten einfach zwei Yokais in der gleichen Challenge hintereinander. Das ist ja mega gemein. Küche? Ruth? Ruth Wilson? Was hast du geworfen? Entweder hier oder da. Wird also ein kleines bisschen schwieriger, weil wir zwei Räume haben und ich nicht genau weiß, in welchem Raum. Okay, dann gucken wir jetzt erstmal. Das ist der Storage. Das ist die Küche. Erstmal soweit keine Orbs. Da auch nicht. Oh, wir haben Gefrier, ich sehe das Minus. Seht ihr das Minus? Das ist ein ganz, ganz, ganz kleines Minus. Aber ganz, 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 ganz klein. Ganz klein. Wir haben Gefrier. Etwas geworfen. Es könnte EMF5 sein. Oh, es könnte EMF5 sein. Okay, der Stift liegt noch auf dem Buch. Das können wir sehen. Oh, das ist doch ein EMF5. Fingies, Buch oder Dots? Der Stift liegt noch auf dem Buch. Man kann es ein kleines bisschen sehen. Wir haben Puppy. Wir haben Dots. Wir haben ein Oni. Ich mag die Challenge. Das macht ja richtig Spaß. Ja, juhu, kein Yokai. Ein Foto vom Geist ist halt relativ Wumpe. Okay. Keine Ahnung, wo sie ist. Einfach mal ein Foto in die Dunkelheit machen. Irgendwas wird es schon werden. Ja. Ich bin bei 45. Puppy, jetzt jagt mich, sonst werde ich sauer. Und wenn ich sauer werde, das willst du nicht erleben. Bloody Mary. Da heult die mich an. Es war ein Uni. Sehr cool.